Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Heute geht es wieder weiter mit der Flucht aus Midgar, oder nicht aus Midgar, sondern genauer gesagt aus Sektor 8. Wir haben uns letztes Mal bravourös durch den Hauptplatz gekämpft, den wir hier noch sehen können. Der jetzt komplett eingenommen ist von Shinra-Truppen, die jetzt wieder mal sich verstecken hinter irgendwelchen Säulen. Aber wir haben jetzt einen Eisenreif aufgesammelt, den wir auch gleich ausrüsten wollen. Der hat nämlich einen zusätzlichen Slot für Materials und da wollen wir reingeben. Heilen, genau. Wir haben nämlich. Der Grund, warum wir hier Heilen reingeben wollen, ist, Heilen ist etwas nützlicher als Ausweichen und Umschlag oder breiter anwendbar. Und Ausweichen und Umschlag hat weniger insgesamt Fertigkeitspunkte, die es braucht, um maximiert zu werden. Das heißt, wir können das später verwenden und wir bekommen das trotzdem noch auf Max-Level, bevor wir das Spiel beenden. Dann werden wir die Leiter runterklettern. Schauen, ob wir dann irgendwie noch den Zug erwischen können, den wir letztes Mal ja verpasst haben. Oh. Da haben wir wieder zwei normale Gardisten und einen Sturmgardisten. Wollen wir kurz mal anschauen. Der Sturmgardist, der, ich glaube, der sollte neu sein. Der hat so ein Schild an. Und das Problem ist, wenn man auf das Schild draufschlägt, dann prallt das Schwert ab. Ich zeig das gleich mal her. Zuerst mal machen wir die fertig. Ja. Also das funktioniert nicht wirklich. Das heißt, wir können, wenn er mal normal angreift, können wir ihn einfach mit Konterangriff aus der Offensivhaltung sehr gut behaken. Bam! Let's go! Gut, das war's auch schon. Das ist so bekannt, man die ganz gut klein. Eine alternative Methode für die Sturmgardisten ist natürlich auch Feuer zu verwenden. Das funktioniert auch ganz gut. Auch hier wieder, hier sehen wir das Stamp. Man sollte sich den Cartoon-Hunden auch für ganz am Ende merken, weil der hat ganz am Ende noch eine Spezialrolle. Etwas schwer zu erklären, was die Rolle ist, aber hier einfach Gegner so gut wie möglich mit der Offensivhaltung behaken. Ah, hier haben wir neue Gegner wieder, und zwar Grenadiere. Oh, nicht wirklich neu, aber hier sehen wir sie mal aus der Nähe. Die schießen nicht mit ihrem Gewehr, sondern die haben so einen Granatenwerfer, und dort, wo die Granate landet, explodiert sie, und das ist natürlich tut auch weh, aber meistens, die halten so wenig aus, dass es am besten ist, hinzustürmen und sie gleich einfach mit ein paar Angriffen fertig zu machen. So zum Beispiel. Problematisch wird es nur, wenn die Grenadiere gemischt mit Sturmsoldaten kommen. Ja. Hier zum Beispiel. Also Sturmgardisten. Hier. Das Interessante ist, die stehen sehr nah beieinander. Das heißt, wir versuchen gleich mal hier ein Feuer anzuwenden. Es hat beide getroffen. Sehr gut. Gibt es noch einen Äther, glaube ich. Ja, ein Äther. Dann geht es auch schon weiter. Da unten sehen wir noch weitere Sturmgardisten und einen normalen Gardisten. Ah, zwei normale und einen Sturmgardisten. Ah, das sind Grenadiere. Hier ist es am besten, den Sturmgardisten herzulocken. Und dann durchzustürmen auf die Grenadiere. Damit man genug Abstand gewinnen kann zum Sturmgardisten. Und in dem Fall, wir können hier noch einmal nicht allzu viel Mana verbrauchen. Das heißt, wir werden jetzt einfach versuchen, ihn so zu erledigen. Indem wir einfach einen Konter anbringen. Und dann mit Mutangriff. Solange das Schild nicht wirklich vor sich hält, gilt das mit dem Schild nicht und ich kann die ganzen Attacken ganz normal machen. Auch deswegen will ich eigentlich schauen, ob ich Mana sparen kann, weil ich das Mana hier verwende für die Hunde. Um die Hunde zu schocken. Ja, auch.
Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Ja, wir werden natürlich hier ein Feuer auf den Sturmgardisten anwenden. Das sollte den Hund auch treffen. Ja. Ich hätte gerne gehabt, dass wir noch mehr ATP aufladen können bei den Hunden im Schockzustand. Also, wie gesagt, das brauchen wir. Wir haben 22 Mana, das ist vielleicht etwas wenig. Hier gibt es noch Kisten, also Shinra-Kisten zum Aufsammeln. 26 Mana und einmal noch Shinra-Kisten. Und nochmal, wir sind jetzt wieder bei 30, das ist ganz okay. Die Shinra-Soldaten sind so gut gelungen. Moment mal kurz. Wir werden hier mal den angreifen. Macht wahrscheinlich am meisten Schaden hier. Dann den hier. Ja, zu spät, nicht von der Karte weggekommen. Dann werden wir Feuer auf den Sturmgardisten machen. Die restlichen können wir einfach so irgendwie erledigen. Wichtig ist, dass wir einen ATP haben und hier gleich nochmal ein Feuer auf den Sturmgardisten machen. Wir haben genug Mana, es sollte sich ausgehen. Sollte jeder irgendwie in Mana-Bredouille geraten, ist es keine Schande, hier einen Äther zu verwenden. Oder den Sturmgardisten einfach normal zu... am besten den ersten Sturmgardisten normal zu verteidigen. Weil, hier weiter hinten sehen wir schon, da kommt ein weiterer Gegner. Er ist noch nicht anwählbar, aber er kommt schon. Das ist der Miniboss für Kapitel 2. Für den sollte man sich auf jeden Fall mal Feuer aufheben. Ja, das ist ja nämlich auch ein Schild. Die wollen wir am besten hier... Das ist nicht Blödsinn hier. Versuchen immer wegzulaufen vor dem jeweiligen Sturmgardisten. Und die anderen Gegner quasi in der Abwesenheit des Sturmgardistens zu erledigen. Und dann hat man genug Zeit, sich mit dem Typen zu befassen. Mit Feuer kann man ihn quasi zumindest etwas schocken. Ja, komm, greif an. Ich brauche ATP. Okay. Wieder hier versuchen, so gut wie möglich ATP aufzuladen. In dem Zustand ist er sowieso schon quasi erledigt. Das war der Gungaga-Kommandeur. Und jetzt wird's klaut zu viel. Oh oh. Das war's mit der heroischen Flucht. Guess Cloud won't be joining us after all. No need to assume the worst. I'm sure he's fine. You saw him in action, didn't you? Guy's a soldier. Goddamn one-man army. You think he's a keeper? For a minute. Huh? Huh? What the hell you been up to, huh? Giving public security the runaround. That's what. Had to draw them away from the station somehow. Nicely done. Well, can't argue with results, huh? What? Barrett ist nicht begeistert. Wait. Got a question for you all. What? Ever been attacked by an invisible enemy?
What? Wearing robes. Came and went like the wind. Thought they were invisible. They were, at first. Only saw them after she grabbed me. A new Shinra weapon, maybe? More like a panic-induced hallucination. Never mind. Forget I said anything. Suit yourself. Come on, let's move up. Zumindest sind wir vorerst mal in Sicherheit. A lot of people here. And in the freight car, too. Because of the evacuation order, maybe? Lucky us. We've got a crowd to hide in. Head for the front of the train and hold there. Due to an explosion at Mako Reactor 1, an emergency schedule is now in effect. Das ist wieder eine von diesen Szenen, wo ein Ladescreen quasi versteckt wird, dadurch, dass man sich nur so langsam bewegen kann. Hinter dieser Quetschphase, oder bei dieser Quetschphase, muss man sich kurz mal umdrehen, dann gibt es da noch eine Kiste mit 100 Gil. Das ist nicht die Welt, aber besser als gar nicht. Also, da muss ich auch sagen, Grafik ist... Ich weiß, dass die Grafik aus sehr einfachen Elementen besteht und... Sie wirkt aber dadurch, wie das alles eingesetzt wird, wirkt es alles sehr gut, also. Man, everyone's on edge. Of course they are. Hey, Cloud. If you're about to unburden yourself, don't. Yeesh. You don't make it easy. But it won't be me cleaning up the office. Okay. Also Wedge will uns irgendwas Wichtiges sagen, offenbar. Oh, da vorne sehe ich noch etwas. Ach, diese junge Dame hier mit den tollen, gestreiften Strümpfen. Die sehen wir später nochmal. Die könnt ihr euch merken. Hey, got a sec? You're holding up pretty well, huh? Even after what we saw at the station and all over Sector 8? I'm a soldier. Wow. Why don't you learn to take a hand? My hands are still shaking. You get used to it. Something to look forward to. Or maybe not. Why don't you learn to take a hint, buddy? Ganz schön viel los in dem Zug hier. Little help, Cloud? Please? I can't stop thinking about it. The bomb I made shouldn't have produced an explosion that big. It doesn't make any sense. The explosion triggered a reaction with the Mako. You said so yourself. That was my first guess, but shouldn't a reactor have fail-safes to prevent that kind of thing? Hmm. You mentioned invisible enemies back there, right? Right. No. I'm just looking for excuses for something that was clearly my own fault. Gotta own up to it if I'm gonna learn from this and move on. Thanks, Cloud. You're a good listener. Ich habe nicht wirklich was gemacht, aber Jesse nimmt sich selbst sehr ganz schön hart ran, dafür, dass sie wahrscheinlich gar nicht schuld ist. What kind of maniacs would go so far as to bomb a reactor? They've yet to announce it publicly, but I heard it was Avalanche's doing. Really? Aren't they the terrorists who tried to kill the president? Is there nothing they won't do? Hey, quit talking out your ass. Everyone knows Avalanche only cares about saving the planet. Hmm? Just who do you think you are? A law-abiding concerned citizen. Law-abiding? Really? Shh. Don't antagonize him. In my humble opinion, that explosion was a message. A message to the bastards bleeding our planet dry. Think they got it? Heard it loud and clear? Y'all's masters? We will not submit to intimidation or violence, but work together for peace and prosperity. That is how civilized people change the world! That's right! That is the Shinra Creed! Them's fighting words. It's what we believe. We all have to follow our conscience, don't we? We should go. Right.
Barrett ist nicht zufrieden mit dem Ausgang dieses Gesprächs. Was mir auffällt, ist, dass die Musik hier zwar zur Szene an sich passt, aber nicht zur Zwischensequenz. Also es ist, die Musik an sich ist super geil, aber manchmal übertönt sie etwas die Stimmung. Okay, ich glaube, Jesse will uns noch was zeigen hier. Let's get this out of the way. Personally, I find visual aids make the dull stuff a lot more bearable. If it helps, think of it as an initiation rite. How many times do I have to tell you people? I'm not... There's such a thing as playing too hard to get. So, here we've got a wireframe model of the great city of Midgar. This is so cool. With massive steel plates suspended 300 meters above ground level. Atop which stands a shining beacon of civilization. The whole system is sustained by the Mako reactors, which feed the insatiable appetites of the public. The train will be passing through an ID checkpoint shortly. This here is the train's route. As you can see, it'll take us around this main pillar. Look, we're about halfway through it now. They've set up a checkpoint here to scan the IDs of all passengers heading in and out. Date of birth, residential status, criminal history. All that and more is automatically cross-referenced in their databases. Public security wouldn't have it any other way. Heads up. Don't worry. Our IDs are impeccable. What'd I tell ya? Have a little faith. Won't be long till we reach the bottom. Relax. Take a good look. It's because of that great big pizza in the sky that people down there gotta struggle to survive. Shinra sucks up Mako, while the soil turns to dust, the air fills with smog, and the flowers die. Then leave and don't look back. That's what's always worked for me. Well, that's all well and good, if you're only out for yourself. But the folks down there don't have the luxury of choice, you know? Das Interessante, im Originalspiel sagt ja Barrett diese Zeile, ne? Ist gar nicht aufgefallen, dass Cloud das macht hier. Na, wie auch immer. Also wir sind jetzt zurück in den Slums von Sektor 7. Also von der Platte in Sektor 8 zurück in die Slums von Sektor 7. Ich glaube, es ist mal ordentlich Zeit zum Feiern. Damn, we are good! Yes! Bombs detonated one, members lost zero. And one step closer to a brighter future. Hell yeah! Guys! Lower your voices, huh? People are listening. Oh, right! Hat selbst geschrien. What the hell? Get some R&R. You've earned it. Just be ready for the next mission, alright? See you soon. At Seventh Heaven. You know, where Tifa works. Don't keep her waiting. She'll worry. Genau, und hier treffen wir uns wieder mit der mit dem Handlungsstrang quasi genau dort, wo es in dem Originalspiel auch weitergeht. Theoretisch hier im Originalspiel kann man einen Teil des... Die Katze kratzt gerade wieder. Einen Teil des Bahnhofs, Zugfriedhofs betreten. In dem Fall geht es leider nicht, das heißt, man kann hier nicht leveln, so wie es im Originalspiel möglich ist. Tolle Lichteffekte hier. Und dann geht es Richtung Slums in Sektor 7. Die Slums in Sektor 7 sind
um einiges aufgebohrt. Genau, und hier gibt es einen Vorplatz mit einigen Shops. Da werden wir später noch herkommen. Zuerst wollen wir mal Richtung 7th Heaven gehen. Also 7. Himmel. Die berühmte Bar von Tifa. Mako is the lifeblood of the planet? Yeah, the hell it is. Goddamn eco-warriors with their dumbass posters. I tear them down and they're back up inside of an hour. Like I've got nothing better to do. I mean, look at all that steelwork. You trying to tell me that's not progress? That's okay, Claude. You okay, buddy? Mako junkie, huh? Figures. You again. Ja, die werden wir noch öfter finden, oder denen werden wir noch öfter begegnen. Also das ist die berühmte, die berühmte Stiege rund um oder neben dieser Säule, die die Platte über Sektor 7 quasi stützt. Und hier gesehen ist Lams an sich. Have a great day! Wir können nicht viel anders anschauen, als gleich direkt zur Bar zu gehen. Deswegen werden wir das auch gleich machen. Dann wartet auch schon tiefer auf uns. Arlene. Daddy, you're home. That's right, Angel. I Welcome am. Back. Have you been a good girl? Yeah, I've been helping Tifa. Oh, you did you? Well, well. You made it. Where'd you get that? I can't remember the last time I saw a real one. Huh? How sweet. When did you get so thoughtful? Guy can change. Has been 5 years. Huh? I need to talk to Barrett. Right. Come on in. Daddy, the Mako place blew up. Everyone on TV's talking about it. Don't you worry about all that silliness. Daddy's here and he's not going anywhere tonight. Now turn that thing off and let's get you to bed, huh? Yeah, yeah, your money. Ask Tifa. She takes care of all that. Okay, im Originalspiel kann man sich natürlich dafür entscheiden, die Blume jemanden, also entweder Tifa oder Marlene zu geben, und das hat dann natürlich Auswirkungen auf das Date. Das ist in dem Fall nicht so, das heißt, man hat weder die Chance, sich anders zu entscheiden, noch hat es irgendeine Auswirkung. Do you mind keeping Marlene company until I'm done with this? Me? Yeah, you. Clown und Kinder? Das kann ja nur schlecht enden hier. You're doing scaring my daughter like that. Ich hab nichts gemacht. Never talk to strangers. That's right, honey. I do say that. What a good girl you are remembering daddy's lessons. You know what else good girls do? They go to bed on time. Come on. But I'm not tired. I want to talk some more, daddy. All right, but just this once. So then, what can I get you? My money. I'm still waiting on it. Right. About that. We should talk outside. Oh, kriege ich jetzt meine Kohle nicht, oder wie? Daddy, did the people who died?
died, I'll return to the planet? Of course. Okay, also wir können hier tiefer nachgehen oder wir können zuerst mal eine der Side-Aktivitäten starten, die es in Final Fantasy VII Remake gibt. Man kann nämlich bis zu, glaube ich, 31 verschiedene Songs finden in der Welt und aufsammeln. Manche muss man kaufen und alle Songs, die man aufgesammelt hat, kann man dann in jeder Jukebox, die man begegnet, kann man dann wieder abspielen. Zusätzlich gibt es natürlich eine Trophäe, wenn man alle 31, ich glaube es sind 31, alle 31 hat. Aber nicht nur das, sondern wir können theoretisch hier auch... Ah, nein, geht noch nicht. Ich wollte Darts spielen, aber das geht erst später. Schauen wir mal, wie es mit der Zeit aussieht. Ja, wir haben noch etwas Zeit. Das heißt, wir gehen mal raus zur Tiefe. Before we get on to money, there's an empty apartment in a place just down the road. It's nothing fancy, but I was thinking you could stay there for now. Zufälligerweise. He's a big friend of the cause, so you wouldn't even have to pay rent. Sound good? Sure does. Thanks. Follow me then. Zufälligerweise ist das Apartment direkt neben ihrem. It was chaotic. Sorry for dragging you into all this. It was wrong of me to put you in danger like that. I promise I won't do it again. Danger's part of the job. Don't worry about me. I'll try not to. Always happy to help stick it to Shinra. Not good at all. I don't know what it is, but my life feels so, so empty. You make nice with everyone? Much as I could, all things considered. Maybe not enough for them. Good. You had me worried. You're not exactly a people person. I'll give you that. Also sehr schönes, sehr schöne Charakterentwicklung. It was like a war zone. The news is just another Shinra mouthpiece. We'll spread whatever lies Shinra tells them to. How will this affect us? It wasn't that bad? It was. Oh, right. Sehr schöne Charakterentwicklung zwischen Tifa und Cloud hier. And here we are. Good old Stargazer Heights. You're on the second floor. Ich weiß leider nicht, wie sie von Stargazer Heights auf Stella Apartments gekommen sind. Das hat irgendwie gar nichts miteinander zu tun. Room 201 here is where I sleep. Don't have time for much else, what with Seventh Heaven and all. Not even time to decorate. Gut, dass wir jetzt wissen, wo ihr Apartment ist. Here's your room, 202. Don't worry, I already told the landlady about you. You did? Yes? Oh, I mean, I told her I had a friend looking for a place to stay. Was that too much? No. It's fine. And this? That one's, know what? It's getting late. I'll introduce you tomorrow. Okay. Na dann gehen wir mal das Bett machen. It's a little bare, but should be enough to get you through the night. If you want anything else, we can always there get it. There is one thing. My money. You guys owe me 2,000, remember? I do. And we'd love to settle up, especially since this was your first job for us, but... That's it? Sorry. We spent the rest preparing for the mission. That really is it. But not for long. I'm collecting money for filters tomorrow, so I can pay you after. And you're sure about that? Of course, as long as you help, that is. Wait, then I'd have to pay you for that too. Never mind. No, 2,000's enough. That's what we agreed on, so that'll be the price. With what you gave me, that leaves 1,500. You're the best! I'll see you bright and early at the bar then. Thanks again for everything. Sleep tight. Zumindest haben wir jetzt schon mal 500 bekommen. Aber es geht wohl nicht hier alles ohne irgendwelche Komplikationen. Ja. Guess it's time for introductions. Schläft da ein Monster, oder? Das hört sich an wie ein Hund, oder? Also wir können hier versuchen runterzugehen, aber ich glaube, das Spiel lässt uns dann nicht runtergehen.
Weil eigentlich müssen wir, genau, zur Nebentür. Was wir allerdings stattdessen machen können, ist hier vorbeilaufen. Die Leiter raufklettern. Und diese Kiste holen. Seine versteckte Kiste. Da gibt es eine Phönixfeder, die ist jetzt... Ich meine, wir brauchen wahrscheinlich sogar schon mal Phönixfedern im Run. Weil es wird nicht immer alles glatt laufen. Aber wir haben meistens genug mit, also... Wenn ihr die nicht mitnehmt, ist auch nicht so tragisch. Hey, you okay in there? Hört sich nicht so an. Coming in. Okay. What the fuck? Stop! Get back inside! Get off me! Okay. Was war das jetzt? What are you doing to Marco? This is his apartment. He's got a few problems, but he's not a bad guy. The landlady asked me to check on him now and then to make sure he's okay. Can I ask you to do the same? Sure. Ich habe mich nur etwas geschreckt. Sorry. Das ist Marco und er ist einer von den Typen mit den Tattoos, sagen wir mal so. Und er hat das Tattoo 49. Das könnte man sich für später auch merken. Es ist jetzt nicht überdramatisch wichtig, aber es hilft dann wahrscheinlich die Ereignisse in den nächsten ein bis zwei Spielen, von, also Teilen von Final Fantasy VII Remake zu verstehen. Das heißt, man sollte sich merken, es gibt da so Typen, die haben ein Tattoo mit einer Zahl und das sagt etwas aus über die und die meisten davon sind irgendwie geistig beeinträchtigt. So, es ist endlich wieder Tag in den Slums. Das gleißende Licht hier. Wir müssen zum siebten Himmel gehen, um Tifa zu besuchen und unser Geld zu holen. Allerdings machen wir das erst nächstes Mal bei Let's Play Final Fantasy VII. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß.